Moin Jungs, 80's back und willkommen zur 510 Folge meines Minecraft Nostalgie Let's Plays. Und heute gehen wir auf Expedition. Und auch nur aus einem einzigen Grund, und zwar weil ich Lust drauf habe. Und wir fliegen auch direkt los, wir werden gar nicht lange fackeln. Wir fliegen direkt Richtung Westen. Ich habe meine Ender Chest dabei, da habe ich meine Shulker Chest drin, wo ganz viele Raketen sind. Wir haben zu essen, wir haben sonst alles dabei, also wir sollten eigentlich gut unterwegs sein. Und hier sind natürlich auch schon die ersten Chunks, die wir quasi durchs Löschen der ungenutzten Chunks bekommen haben. Das heißt, ab hier ist quasi alles neu. Hier waren wir natürlich schon mal, aber je weiter wir fliegen, desto mehr Neues werden wir finden. Ich weiß auch gar nicht, wie groß diese Arktis tatsächlich ist. Scheinbar nicht so groß, weil hier ist halt schon wieder, guck dir mal das ganze Eis an. Das ist echt viel Eis. Aber hier ist halt schon wieder eine Tundra? Taiga? Tundra ist ohne Bäume. Das ist eine Tundra. Ja. Gucken wir einfach mal, was wir finden. Wir waren ewig nicht auf Expedition. Also wirklich ewig nicht. Deswegen habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Und ich habe im Moment nicht so was Direktes im Kopf, was ich jetzt gerne bauen möchte. Weshalb ja, das ein bisschen schwieriger wird, etwas zu finden. Beziehungsweise deswegen habe ich mir jetzt halt einfach gedacht, gehen wir einfach mal ein paar Tage auf Reisen. In der Zeit kann ich mir mit Sicherheit irgendwas überlegen. Wir haben ja jetzt jüngst gerade mal das Monolith-Projekt abgeblasen. Oder ich habe es abgeblasen vielmehr. Hier ist eine coole Höhle. Hier gehen wir einmal rein. Yo! Holy! Yo! Alles klar, guck mal, hier drin kannst du sogar mit der Elytra fliegen. Das sieht natürlich schon wieder ziemlich nice aus. Und genau für sowas machen wir das Ganze hier ja auch. Genau, weil ich so Sachen sehen möchte. Ein bisschen die neue Welt erkunden und natürlich mit der 1.18 sieht das halt auch alles nochmal geiler aus. Dass jetzt hier schon wieder eine Arktis kommt, ist natürlich ein bisschen doof. Hier ist sogar Blue Ice. Sieht man auch nicht alle Tage. Aber wir werden einfach mal weiterfliegen. Hier ist sie auch schon wieder vorbei. Von daher ist das nicht so schlimm. Fliegen wir hier einmal durch. Das sieht auch cool aus. Hier fallen sogar die Viecher aus dem Himmel. Also, okay, ihr habt das hoffentlich gesehen. Ja, ich kann euch was erzählen. Und zwar, dass wir haben gerade Sonntagabend, ne? Und ich habe heute gar nichts gemacht. Das war auch eigentlich geplant, von daher sage ich jetzt auch nicht, dass das irgendwie uncool war oder so. Das sieht ja schön aus, wie das glänzt. Glänzt das immer so? Der da oben glänzt nicht so. Warum glänzt das so? Egal. Also es war auch geplant, ich hatte mir letzten Sonntag nämlich nicht freigenommen, da habe ich nämlich TikToks gemacht und das habe ich irgendwie gemerkt, dass mir dieser Tag dann gefehlt hat. Deswegen habe ich ganz bewusst gesagt, dieses Wochenende, okay, dann mache ich halt mal wirklich nichts. Vor allem dazu kommt halt aber noch, oder nicht vor allem, aber dazu kommt halt auch noch, dass ich gestern mehr oder weniger auch nichts machen konnte, weil die Dateien ja so groß waren und das so ewig gedauert hat. Deswegen habe ich jetzt auch für die Nostalgieaufnahmen wieder zurückgeändert, dass ich direkt den MP4 aufnehme und der das gar nicht direkt ummuxen muss und so weiter. Weil das kostet halt einfach Zeit, die unnötig ist. Also, weil ich muss hier nicht mit verschiedenen Spuren aufnehmen. Das ist halt nur wichtig für den Stream. Und apropos Stream, da muss ich jetzt auch mal anfangen, weil der Plan war eigentlich, dass ich das gestern mache, dass dann morgen oder so oder von fast schon heute, dass der Zusammenschnitt davon hätte kommen können. Weil von 5 Stunden kann ich halt, wenn ich ein 15-Minuten-Video machen möchte, ungefähr 3 Minuten pro Stunde da rausnehmen. Und der Rest muss halt einfach weg. Aber ich glaube, das kommt halt auch hin, weil sehr vieles war halt auch einfach was, was man jetzt nicht unbedingt wiederverwenden muss. Und dann lieber sich auf die Sachen fokussieren, die halt auch wirklich cool waren. Also es war insgesamt cool, aber halt jetzt nicht so cool, dass man es ins Video tut. Also für einen Livestream ist es völlig in Ordnung. Aber ein Video hat halt andere Anforderungen, finde ich. Oder man hat ja auch andere Anforderungen, wenn man ein Video schaut.
Also wenn man einen Livestream schaut, das hier sieht cool aus. Fliegen wir einmal durch. Sieht richtig cool aus. Von daher, das werde ich dann halt noch zusammenschneiden. Werde ich jetzt morgen anfangen. Das andere Problem, was ich hatte. Ich habe gestern Abend mein Essen irgendwie nicht so vertragen und habe die komplette Nacht wachgelegen. Bis 8 Uhr morgens, weil ich so Bauchschmerzen hatte. Nebenbei, das sieht mega cool aus. Sieht ein bisschen aus wie in einem Seed-Video, was ich schon mal gemacht habe. Hier, Thumbnail. Zack. Und das sieht aus nach einem Ozean. Yippie. Ja, ich habe bis 8 Uhr wachgelegen. Hab dann bis 11 gepennt. Oder sagen wir mal bis 12. Heißt, ich bin auch ziemlich müde. Hab zwar immer mal wieder heute am Tag so ein paar Minuten die Augen zugemacht. Aber halt nicht ansatzweise genug. Von daher werde ich jetzt gleich auch ins Bett gehen. Und ihr habt gerade die Uhrzeit gesehen. Wir haben kurz nach 11. Ich habe bis gerade noch das Pete's Meet Invitational Minigolf-Turnier geguckt. Das war ziemlich cool. Leider ist mein Favoritenteam, oder leider hat mein Favoritenteam nicht gewonnen. Ich werde jetzt nicht sagen, wer es ist. Falls ihr das noch nachgucken wollt, falls ihr es nicht geguckt habt, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Es ging jetzt einfach 5 Stunden. Aber war mega geil. Ich habe auch vor ein paar Monaten, als sie das gemacht haben, das Kart-Event geguckt. Oh, wir haben eine Savanne. Kart-Event natürlich nochmal cooler, weil ich Karten halt auch nochmal einfach nicer finde. Als Minigolf, aber Minigolf finde ich halt auch mega cool. Deswegen habe ich mir das auch komplett reingezogen. Und ich hatte halt auch sonst nichts zu tun. Und ich habe ansonsten heute auch nichts gemacht. Ich habe einen Film geguckt, und zwar Tod auf dem Nil. Den wollte ich eh gucken. Habe durch Zufall rausgefunden, dass er jetzt auf Disney Plus ist. Habe ich mir direkt gegönnt, weil das quasi Teil 2 und Teil 1, Mord im Orient Express, vor ein paar Jahren, der war auch mega gut. Und dann habe ich den sofort geguckt heute. Ich wollte auch eigentlich was anderes gucken. Eigentlich wollte ich nochmal Hawkeye komplett durchgucken, die Serie. Einfach um das so ein bisschen aufzufrischen. Aber auch, da war ein bisschen unnötig, dafür jetzt eine Rakete zu verwenden. Aber gut. Aber auch, weil ich die Serie einfach auch cool fand und gedacht habe, ja komm, die könnte man eigentlich nochmal gucken. Bin ich jetzt aber halt nicht zugekommen, weil ich habe dann den Film geguckt. Dann war kurz vor 6. Um 6 ging das mit Pete's Meet los. Und dann, here we are. Von daher, dem Plan wurde nix. Aber gut. Auch Villager, sei mal leise, Junge. Puccini! Die Star Wars mal wieder. Wir gucken nochmal eben, ob hier sonst noch irgendwas ist. Wie man wahrscheinlich merkt. Und dann gehen wir auch weiter. Oh, Äpfel. Äpfel-Schmäpfel, sage ich immer. Glaube ich noch nie in meinem Leben gesagt, aber jetzt habe ich es gesagt. Von daher, hier ist noch eine Kiste drin. Schade. Hier ist auch keine Kiste. Ich sollte es nicht mit den Raketen machen. So viele habe ich davon jetzt auch nicht über. Das kann ich immer gebrauchen. Hier irgendwas drin. Nein, hier sind erstaunlich viele Kinder. Hier ist aber eine Kiste. Äpfel. Hier ist noch eine Kiste. Rote. Ah, ist okay. Und hier ist auch noch eine Kiste drin, meine ich. Ne, hier ist nur ein Smithing Table, aber ich habe gerade nichts mehr aus Netherite, was ich groß brauchen würde. Jetzt ist die Frage, gehen wir da ans Ufer entlang? Na, das war ja gar nichts. Oder gehen wir da lang? Das sieht aus wie, nur so ein Ding ins Ding. So ein Ding ins Ding. Ja moin, der Profi, Digga. Wie heißt das, so ein Zankentempel? Ich habe gedacht, das wäre jetzt noch ein Ozeanmonument. Ist aber auch nicht schlimm, wenn nicht. Ach, guck mal, eine Wüste. Oh, ich finde Wüsten immer cool in Minecraft. Ich weiß nicht, wieso. Das hat irgendwie was. Kannst du so weit gucken? Also, kannst eigentlich immer gleich weit gucken. Wegen der Render-Distance, aber trotzdem. Ich finde Wüsten immer chillig. Ich baue da sehr ungern, weil es sieht halt einfach nicht schön aus. Weil es halt eine Wüste ist, so, da würde ich jetzt nicht wohnen wollen. Aber so zum Durchrennen und Erforschen und so weiter, finde ich das geil. Ja, so.
Okay, das war so ziemlich mein Sonntag. War diese Woche halt auch leider kein Formel 1. Sehr belastend. Dafür aber wieder jetzt die Woche. Die nächste Woche. Hype. Zum ersten Mal seit 2019 in Australien. Scheiß. Villager, geh mal eben. Hau ab. Gute Nacht. Weiß nicht, warum ich dem jetzt eine mitgeben musste. Ich wollte nur nicht, dass er sich da wieder reinlegt. So, guten Morgen. Tut mir leid, dass ich dir eine gegeben habe, aber irgendwie bist du es auch selber schuld, wenn du dich so angestellt hast. Hier ist doch mit Sicherheit noch irgendwas, was ich gebrauchen kann. Nicht unbedingt, aber die Bücher nehmen wir einfach mal mit. Hallo. Das nehmen wir auch sehr gerne mit. Und dann können wir eigentlich auch schon wieder los. Hat mich sehr gefreut, euer Dorf zu finden. Da vorne ist direkt wieder ein Dorf, WTF. Ein Wüsten-Update fände ich allerdings auch mal ziemlich nice mit so verschiedenen oder mit einer neuen Kaktussorte. Das Haus sieht aus wie ein Pimmel. Mit einer anderen Kaktussorte noch irgendwie, die so eine Frucht noch da dran hat. Dann mit diesen Tumbleweed-Dingern, diese Sträucher, die so rund sind und einfach durchs unendliche Nichts gezischt werden. Finde ich auch immer cool. Und vielleicht noch ein paar Tiere, so Geier, Schlangen. Finde ich eigentlich voll nice. Gibt es ja auch in Mods ganz oft. Aber genau wie Haie. Denkt sich Mojang so, nö, warum? Oder mal ein Dschungel-Update mit Affen. Alter, wenn man Affen haben könnte, wie geil wäre das? Dann hat man einen Affen und in meinem Fall ist man auch noch ein Affe. Ich mache schon wieder denselben Fehler. Wie gesagt, ich bin Affe. So, ich weiß, in Dörfern gibt es jetzt nicht den krassesten Loot, den man je gesehen hat, aber das ist mir relativ schnuppe, weil es macht trotzdem Bock, den zu finden, weil jeder Loot ist immer noch Loot. Das war viel zu risky, als dass ich es hätte machen müssen, aber ich habe es gemacht. Ich da gerade reingerannt? Ach so, ja, von hier komme ich, lul. Und ja, wir nehmen das komplette Heu mit, damit wir wieder 8 Milliarden Stacks Brote machen können, wie damals in Folge 70 gefühlt, wovon wir immer noch Brote haben. Also hier der Stack Brote, den wir uns mitgenommen haben, ist von damals. Weil wir da 10, 15 Folgen durch die Wüste geeilt sind und die ganzen Dörfer geplündert haben. Wo wir zum Beispiel auch das Dorf gefunden haben, wo ich habe nichts gesehen. Wo, na sag schon. Wo wir unsere Mending Villager haben. Das ist auch von da zum Beispiel. Das sieht cool aus. Das sieht richtig cool aus, aber wir fliegen mal drüber. Und da haben wir halt so viel Heu die ganze Zeit gefunden, dass ich da so viel Brote von machen konnte, dass es bis jetzt halt einfach reicht. Und das ist krass, weil das vor über einem Jahr war. Es war Anfang 2021. Wir haben jetzt April 22 und ich habe immer noch das Brot. Ist auch bewundernswert, dass das Brot nicht schlecht wird. Das muss man halt auch an der Stelle mal betonen. Ich habe gute Konservierungsstoffe. Ich kann kein Deutsch, aber ich habe gute Konservierungsstoffe. Ja, es ist mir jetzt. Brauche jetzt auch nicht alles mitnehmen. Also. Geil. Korallenriffe finde ich auch wunderschön. Also das ist was am Aquatic Update, was sie richtig cool gemacht haben. Natürlich auch die Delfine, aber wenn wir dann mal außerhalb von so einem Ding sind, ist halt relativ trist, ne? Deswegen, ich finde, da könnte noch irgendwie was gemacht werden. So, es ist auf jeden Fall Welten besser als vorher, aber es könnte halt noch tausendmal besser sein, finde ich. Was heißt tausendmal, aber es könnte auf jeden Fall noch besser sein. Sowas zum Beispiel finde ich auch cool. Ein Shipwreck. Weil nicht nur gibt es hier Loot und Loot findet, glaube ich, jeder gut. Hahaha. Wortwitz. So, einmal mitnehmen. Mit Gold kannst du behalten. Was ich auch richtig gut finde, ist unsere Rüstung. Weil wir damit so gut unter Wasser atmen können wie selten etwas. Und wir können endlich uns mit dem Trident einfach nach oben schießen. Und müssen nicht ständig uns irgendwas suchen, von dem wir fliegen können, auch wenn wir von da sogar hätten fliegen können. Aber
ist nicht mehr notwendig. So, und dieses Meer ist ziemlich groß. Ich werde mal gucken, dass ich jetzt schnellstmöglich das Ufer erreiche, damit wir die Folge beenden können. Ich weiß nicht, ob ich noch eine aufnehme, weil ich bin halt echt müde. Wie man halt mit 4 Stunden Schlaf so drauf ist. Was zum Geier geht hier ab? Alles klar, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Wir sind ja hier nicht einfach so. Wir wollen ja schließlich Land entdecken. Da ist auch schon Land. Ich werde jetzt da landen. Oder, ja, doch, da werde ich landen. Und dann werden wir in der nächsten Folge weitermachen. Wenn es euch gefallen hat, gerne Like und ein Abo da lassen. Und dann sehen wir uns morgen in alter Frische wieder. Gerne Like und ein Abo. Wie gesagt, bin müde. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Das hier ist mein Sommeranfang. Ich merke, es geht langsam voran. Ich hab gute Laune getankt. Ich hab alles in meiner Hand.